Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Schweres Unglück auf dem Mailänder Flughafen Linate. Mindestens 114 Menschen kamen dort heute ums Leben. Eine skandinavische Passagiermaschine und ein deutsches Privatflugzeug kollidierten am Morgen auf der Startbahn. Anschließend prallte das Verkehrsflugzeug bei dichtem Nebel in einen Gepäckhangar. Die Insassen beider Flugzeuge starben. Mindestens 4 Flughafenmitarbeiter aus der Gepäckhalle werden vermisst. Nach dem Unglück wurden den Flughafenbetreibern schwere Sicherheitsmängel vorgeworfen. Mehr dazu später in der Sendung. Guten Abend, meine Damen und Herren. 24 Stunden nach den ersten Militärschlägen greifen die USA wieder Ziele in Afghanistan an. Ins Visier genommen wurden nach ersten Berichten erneut Kandahar und die Hauptstadt Kabul. Dort sollen mindestens 4 Bomben eingeschlagen sein. Die US-Regierung wertete die erste Angriffswelle der vergangenen Nacht, an der sich auch britische Militärs beteiligt hatten, als Erfolg. Verteidigungsminister Rumsfeld machte aber erneut deutlich, dass der Feldzug gegen die Drahtzieher der Anschläge und ihre Helfer noch Jahre dauern könne. Mit der zweiten Angriffsnacht beginnt ein Rhythmus, der mindestens noch Tage dauern soll, hört man aus dem US-Verteidigungsministerium. Neue Bombenflüge auf die wichtigsten Städte Afghanistans, Flughäfen und Truppenkonzentrationen. Wie im Golfkrieg stellt das US-Militär Bilder zur Verfügung, Dinge, die wir sehen sollen. Aktuelle Aufschriften, Raketen gewidmet den toten Feuerwehrleuten und Polizisten in New York. Alle Flugzeuge seien unbeschadet zurück, heißt es natürlich. Die zerschlagene Luftabwehr und Luftwaffe des Entwicklungslandes, keine Gefahr für amerikanische Hightech. Die andere Hälfte der Nutzlast, Medizin und Nahrungsmittel für die Bevölkerung von Afghanistan. Zusammengestellt nach Vorschriften einer muslimischen Ernährung. Fast so wichtig wie Bomben. So soll eine Massenflucht gestoppt werden, die auch Pakistan destabilisieren könnte. Pakete mit einer Botschaft, die USA kämpfen nicht gegen das Volk von Afghanistan. Der Präsident richtete heute ein neues Kabinettsamt ein. Der ehemalige Gouverneur von Pennsylvania, ein bewährter Manager, soll die Heimatverteidigung koordinieren. Eine Aufgabe, mit der sich die US-Regierung nie wirklich beschäftigte, die aber nun dringend organisiert werden muss. Wir werden unser Land verteidigen, sagt der Präsident, und dabei die Freiheiten nicht aufgeben, die Amerika einzigartig machen. Die beste Verteidigung gegen Terror ist eine weltweite Offensive. Gestern haben wir eine weitere Front dieses Kampfes begonnen mit konventionellen militärischen Mitteln. Der Polizeischutz öffentlicher Gebäude in den USA wurde noch einmal verstärkt, soweit das überhaupt möglich ist. Experten warnen, die Gefahr eines neuen Terrorschlages liege bei 100%. Man weiß nur nicht wo und wie. Botschafter Paul Bremer war der Top-Antiterror-Diplomat des amerikanischen Außenministeriums. Bin Ladens nächster Schritt ist sehr schwer einzuschätzen. Er hat viel Kreativität bewiesen. Immer, wenn wir uns auf seinen letzten Eingriff eingestellt haben, kam er mit etwas Neuem. Wir müssen davon ausgehen, dass er auf unsere Militäraktionen reagieren wird, aber es ist unmöglich zu sagen, wie oder wo. Hier in den USA oder gegen US-Interessen sonst wo auf der Welt, keiner kann das sagen. Zum letzten Stand nach Beginn der neuen Angriffswelle jetzt direkt aus Washington, Patricia Schlesinger. Die Brot- und Bombenaktionen der Amerikaner in Afghanistan werden weiter fortgesetzt und sie werden noch ungefähr 3 bis 5 Tage dauern, so ist aus Militärkreisen zu hören. Vor wenigen Minuten hat Verteidigungsminister Rumsfeld die Ereignisse der vergangenen Nacht bewertet und demnach wurden ausschließlich militärische Ziele getroffen. Es sei kein Angriff auf die Bewohner Kabuls gewesen, sondern ausschließlich auf militärische Einrichtungen außerhalb der Stadt, hieß es. Außerdem seien alle Flugzeuge, britische und amerikanische Flugzeuge, wieder an ihre Basen zurückgekehrt. Die Sicherheitsmaßnahmen hier in den USA im ganzen Land sind noch einmal verstärkt worden. Das teilte vor wenigen Minuten Justizminister Ashcroft mit. Aber er rief außerdem alle Amerikaner dazu auf, zu erhöhter Wachsamkeit auf. Trotz der jetzt wieder gestiegenen Terrorgefahr kann man aber sagen, die amerikanische Bevölkerung steht hinter ihrem Präsidenten. Über 90%, so sagen Umfragen von heute, unterstützen die militärischen Maßnahmen in Afghanistan. Und damit zurück nach Hamburg.
Das Taliban-Regime hat der internationalen Antiterror-Koalition mit erbittertem Widerstand gedroht. Aus den großen Städten, die von der ersten Angriffswelle getroffen wurden, sind inzwischen Tausende geflüchtet. Ins Visier genommen hatten die USA und Großbritannien vor allem Militäreinrichtungen in Kabul und den Taliban-Hochburgen Kandahar und Jalalabad. Weitere Ziele waren die Flugplätze in Herat und Schindand. Die Einwohner Kabuls haben nach den Angriffen der vergangenen Nacht mit ersten Aufräumarbeiten begonnen. Nach Angaben der Taliban sollen allein in der Hauptstadt bis zu 20 Menschen durch die Angriffe getötet worden sein. Das amerikanische Verteidigungsministerium dementierte Opfer unter der Zivilbevölkerung. Schon nach der ersten Angriffswelle flohen Tausende Afghanen aus den großen Städten des Landes. Sie fürchten bei weiteren Luftschlägen um ihr Leben. Wir haben Angst gehabt. Meine Familie und ich konnten die ganze Nacht nicht schlafen. Viele Afghanen wissen nicht, wie sie in den nächsten Tagen überleben sollen. Denn schon jetzt sind bis zu 5 Millionen Menschen im Land dringend auf Lebensmittelhilfe angewiesen, so die Hilfsorganisation. Amerikanische Transportflugzeuge haben inzwischen Nahrung und Medikamente über Afghanistan abgeworfen. Ob sie die notleidende Bevölkerung in dem unwegsamen Gebirgsland erreichen wird, ist ungewiss. Nach Angaben der Taliban hat der mutmaßliche Top-Terrorist Osama bin Laden die erste Angriffswelle überlebt und hält sich weiterhin in Afghanistan auf. In einem gestern veröffentlichten Video drohte er den Vereinigten Staaten mit Vergeltung. Sie würden nie mehr in Frieden leben, bevor nicht Frieden in Palästina und anderen islamischen Ländern herrsche. Die oppositionelle Nordallianz in Afghanistan will in den kommenden Tagen eine Offensive gegen die Taliban starten. Das kündigte ihr Sprecher an. Nach seinen Angaben haben die Truppen der Nordallianz heute den Flughafen der Provinzhauptstadt Chakchiran unter ihre Kontrolle gebracht. Hinter der Front auf der Seite der Nordallianz heute Morgen. Krieg wird hier geführt wie anderswo noch vor 100 Jahren. Ein Krieg, der sich bis zur Militäraktion der Amerikaner festgefressen hatte. Und jetzt hoffen sie alle, dass wieder Bewegung kommt und sie aus den Bergen hinuntergelangen, bis nach Kabul. Qusi Kabir, Generalgouverneur und Oberbefehlshaber der Nordwestfront, begrüßt den Militärschlag der Amerikaner im Namen der Nordallianz. Terrorismus und Taliban müssten besiegt werden, damit es Frieden geben kann, sagt er. Dass sie selber Mitursache des Krieges sind, sagt er nicht. Dann fährt er zum nächsten Frontabschnitt, begleitet von seinen Leibwächtern, die seit 23 Jahren nichts anderes kennen als den Krieg in einem geschundenen Afghanistan. Die Rechnung der sogenannten Nordallianz ist einfach und sie scheint auch aufzugehen. Sie brauchen nur so lange abzuwarten, bis die Amerikaner ihren Gegner, die Taliban, entscheidend geschwächt haben. Und heute, am ersten Tag nach dem Militärschlag der Amerikaner, fühlen sie sich darin bestätigt. Das Problem aber wird sein, ihnen klarzumachen, dass auch sie alleine nicht die Macht in Afghanistan werden übernehmen können. Denn das bedeutet nur die Fortsetzung des Krieges. Der Kriegsbeginn in Afghanistan löste im benachbarten Pakistan schwere Unruhen aus. Die Sympathisanten der islamischen Fundamentalisten reagierten heute mit gewalttätigen Ausschreitungen. Die pakistanische Regierung versetzte die Sicherheitskräfte in erhöhte Alarmbereitschaft. Sie entließ außerdem den Taliban-freundlichen Geheimdienstchef. Bei landesweiten Demonstrationen haben heute in Pakistan Zehntausende radikale Moslems gegen die Militärschläge der Amerikaner und Briten auf das Nachbarland Afghanistan demonstriert. Wie hier in der Hauptstadt Islamabad riefen sie: Tod für Amerika, es leben die Taliban. Zu Ausschreitungen kam es auch in der Grenzstadt Peshawar. Die Polizei setzte Tränengas und Schlagstöcke ein. Bei gewalttätigen Protesten in Quetta wurde eine Person getötet und mehr als 20 verletzt. Demonstranten warfen Steine auf Geschäfte und steckten ein Gebäude der Vereinten Nationen in Brand. Noch heute Morgen hatte der pakistanische Regierungschef General Musharraf solche Demonstrationsszenen für unmöglich gehalten. Die Mehrheit der Bevölkerung steht hinter mir, sagte er. Nach den Militärschlägen müssten die Einheit und Stabilität Afghanistans im Vordergrund stehen. Jede künftige Regierung müsse auf breiter Basis gebildet werden. Taliban-Botschafter Abdul Saif warnte in Islamabad die USA vor schwerwiegenden Folgen. Der Militäreinsatz sei ein Angriff auf die muslimische Welt. Die Taliban würden sich den Attacken widersetzen und Bin Laden nicht ausliefern. Die Proteste der radikalen Fundamentalisten als Antwort auf die Militärschläge waren zwar heftig, sie hielten sich aber in einem für Pakistan üblichen Rahmen.
Regierungschef General Musharraf machte deutlich, dass er mögliche Unruhen sofort hart bekämpfen werde. Noch hat er die Lage im Griff. Die meisten arabischen und islamischen Staaten haben sich mit Reaktionen auf die US-Angriffe zurückgehalten. Der geistliche Führer in Iran, Khamenei, verurteilte das amerikanische Vorgehen und warf Washington vor, lediglich Einfluss am Golf gewinnen zu wollen. In mehreren Ländern, wie hier in den Palästinensergebieten, protestierten wütende Demonstranten gegen die USA. In Gaza-Stadt feuerte die Polizei bei einer Hamas-Kundgebung in die Menge. 3 Menschen sollen getötet, etwa 70 verletzt worden sein. UN-Generalsekretär Annan hat sich ausdrücklich hinter das Vorgehen der USA gestellt. Die Angriffe auf Ziele in Afghanistan seien rechtmäßig. Der UN-Sicherheitsrat wird sich noch heute mit den Militärschlägen befassen. In einem Schreiben hat Washington die Vereinten Nationen darüber informiert, dass es Angriffe gegen weitere Staaten nicht ausschließt. Frankreich bereitet sich auf Militäraktionen an der Seite der USA und Großbritanniens vor. Verhandlungen über Art und Umfang der Unterstützung durch die französische Armee würden in Kürze abgeschlossen, hieß es in Paris. Dort wurde auch bestätigt, dass Geheimdienstmitarbeiter bereits im Norden Afghanistans operieren. Die Regierung in London schloss heute den Einsatz von Bodentruppen gegen Bin Laden und seine Helfer nicht mehr aus. Einen der vielen möglichen Zielscheiben für Terroristen in London, das Parlamentsgebäude, dementsprechend von Polizisten abgeriegelt. Unter deutlich verstärkten Sicherheitsmaßnahmen begann am Abend die Sondersitzung des Unterhauses. Wir können berichten, dass unsere Aktion mit den Amerikanern in der vergangenen Nacht erfolgreich Al-Qaida-Stützpunkte und den Militärapparat der Taliban beschädigt haben. And the Taliban military apparatus. Blair will vor allem eine Botschaft in die arabische Welt senden, dass die Angriffe der Amerikaner und Briten sich gegen den Terror und nicht gegen den Islam richten. So zeigt er sich am Nachmittag demonstrativ im Kreise von Religionsführern, darunter britische Muslime. Und gab dem arabischen Fernsehsender Al Jazeera ein Interview, jenem Sender, der Osama Bin Ladens jüngste Stellungnahme ausgestrahlt hat. In der vergangenen Nacht sind 3 britische U-Boote im Einsatz gewesen, um Marschflugkörper auf afghanische Ziele abzufeuern. Im Indischen Ozean starteten vom britischen Stützpunkt Diego Garcia amerikanische Langstreckenbomber. Eines ist klar, so das Verteidigungsministerium in London. Die rund 23.000 britischen Soldaten in der Region müssen sich auf einen langen Kampf gefasst machen, der Wochen, vielleicht Monate dauern kann. In Berlin unterstützen fast alle im Bundestag vertretenen Parteien das militärische Vorgehen der USA. Nur die PDS wandte sich dagegen und musste dafür Kritik der Regierung einstecken. Weitgehend unstrittig ist auch, dass eine Verlegung von AWACS-Überwachungsflugzeugen und Besatzungen nach Nordamerika nicht der Zustimmung des Bundestages bedarf. Die USA haben um 5 AWACS-Aufklärer nachgesucht. Bis zu 40 Bundeswehrsoldaten und voraussichtlich 20 Mann Bodenpersonal sind von deutscher Seite, so das Verteidigungsministerium, am AWACS-Einsatz beteiligt. Doch die Planungen sind noch nicht abgeschlossen. Am Mittag war sich der Verteidigungsminister nicht sicher, ob dieser Einsatz durch den Bundestag genehmigt werden muss. Es kann aber durchaus sinnvoll sein, sich dieser Frage im Gespräch mit den Fraktionen noch einmal zuzuwenden. Und dann eine pragmatische Erwägung einer strengen rechtlichen Beurteilung hinzuzufügen. Das Ergebnis dieser Beratungen der Fraktionen verkündete der SPD-Fraktionschef dann am Abend. Die Luftraumüberwachung in den USA sei ein Routinevorgang im Rahmen des Bündnisses. Nach übereinstimmender Auffassung der Bundesregierung und der SPD-Bundestagsfraktion bedarf es für diesen Einsatz keiner Zustimmung des Deutschen Bundestages. Ich glaube, die anderen Fraktionen sehen das auch genauso. Ausgenommen wohl die PDS. Sie erklärte heute klar die Ablehnung der amerikanischen Gegenschläge. Dieses Ausscheren aus dem parteiübergreifenden Konsens hat Folgen. Von den vertraulichen Unterrichtungen durch den Bundeskanzler wird die PDS ab sofort weitgehend ausgeschlossen. Sie hat deutlich gemacht, dass sie heute in dieser Situation in überhaupt keiner Weise regierungsfähig ist für die Bundesebene. Die Opposition, Union und Liberale äußerten vorbehaltlos Verständnis und Unterstützung für die amerikanischen Militäraktionen und die Haltung der Bundesregierung. Der FDP-Vorsitzende sprach von einem notwendigen Akt der Notwehr. Auch die Grünen stehen zu den Militärschlägen, betonen aber deren notwendige Einbindung in ein politisches Gesamtkonzept. Alle weiteren Aktionen müssten vor dem Hintergrund ihrer Zielgenauigkeit und der Verhältnismäßigkeit der Mittel überprüft werden. Die grüne Basis meldete sich teilweise noch deutlicher zu Wort.
In Deutschland sind, wie in vielen anderen Ländern auch, die Sicherheitsvorkehrungen drastisch verschärft worden, um weiteren Terroranschlägen vorzubeugen. Das Bundeskriminalamt sieht eine höhere Gefährdung gegeben, warnt aber vor Panik. Konkrete Hinweise auf Terrorpläne gäbe es nicht. In mehreren Städten demonstrierten Menschen für den Frieden. Krieg ist keine Lösung. Etwa 3000 Berliner Schüler forderten am Alexanderplatz den sofortigen Stopp der Militärschläge. Öffentliche Demonstration von Ängsten, die auch andere bewegen. Zur gleichen Zeit betont Innenminister Schily, es gibt keinen Grund zur Panik, weil keine konkreten Hinweise auf geplante Attentate in Deutschland vorliegen. Trotzdem, nicht nur am Bundeskanzleramt sind seit Beginn der Angriffe auf Afghanistan die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Zusätzliche Barrieren, penible Fahrzeugkontrollen und Polizei mit Schnellfeuerwaffen schützen überall in der Republik besonders gefährdete Objekte. Wir gehen nach Angaben der Sicherheitsbehörden davon aus, dass in erster Linie natürlich die Ziele unter amerikanischen Einrichtungen zu suchen sind. Und haben gerade also amerikanische Einrichtungen, britische Einrichtungen, israelische Einrichtungen unter einen besonderen Schutz gestellt. Besonderes Augenmerk gilt den Flughäfen. Wie hier in Stuttgart wurden auch überall sonst die Kontrollen verdoppelt. Vor allem bei Flügen nach Amerika und Großbritannien. In die beiden Länder also die Ziele in Afghanistan angreifen. Der Bundesgrenzschutz wird personell verstärkt. Nicht genug, sagt die Union. Deswegen hat der Parteiverstand heute einstimmig für eine Grundgesetzänderung sich ausgesprochen, die die Einsatzmöglichkeiten der Streitkräfte erweitern soll. Überflüssig, sagt die Bundesregierung, denn die Bundeswehr ist längst im Einsatz, schützt mit ihren US-Kameraden Einrichtungen in Bayern. Was kommen wird, laut Innenminister, ist Sicherheitspaket Teil 2. Hier im Kanzleramt tagt zur Stunde der Bundessicherheitsrat in geheimer Sitzung. Nur so viel war zu erfahren. Der Kanzler unterrichtet seine Minister über die Informationen der Verbündeten und wichtige Entscheidungen werden heute Abend nicht erwartet. Mehr zu den Luftangriffen auf Afghanistan bringt das Erste in einem Brennpunkt nach dieser Tagesschau. Und nun zu dem schweren Unglück auf dem Mailänder Flughafen, bei dem heute mindestens 114 Menschen starben. Auf der Startbahn stieß bei dichtem Nebel eine Passagiermaschine mit einem Privatflugzeug zusammen. Zu den Toten zählen auch die beiden deutschen Piloten der Cessna, die zwei italienische Geschäftsleute an Bord hatten. Die italienischen Behörden sprechen von menschlichem Versagen. Zugleich wurden Vorwürfe laut, der Flughafen habe erhebliche Sicherheitsmängel. Für die Angehörigen im Mailänder Flughafen Linate wurde es bald zur schrecklichen Gewissheit. Keine Überlebenden in der SAS-Maschine Flugnummer SK-686 mit Zielort Kopenhagen. Alle 110 Menschen an Bord starben nur unweit in einem brennenden Flugzeugwrack. Unmittelbar nach den Löscheinsätzen die Bilder eines Videoamateurs vom Unglücksort. Sie zeigen die ausgebrannte Verkehrsmaschine der skandinavischen Luftfahrtgesellschaft SAS und die geborgenen Toten. Nach dem Zusammenprall mit einer deutschen Cessna auf der Startbahn des Flughafens war das Flugzeug in eine Gepäckabfertigungshalle gerast. Kein Terroranschlag, sondern menschliches Versagen, so lautet die Analyse der Untersuchungsbehörden. Aus der Luft noch deutlicher das Ausmaß der Katastrophe. Ein großer Teil der Halle war eingestürzt, nachdem die MD-87 nach dem Zusammenstoß außer Kontrolle geraten, mit großer Geschwindigkeit in das Gebäude gerast war. Nur noch Rumpfteile der Maschine sind übrig geblieben, der Rest ist verbrannt. Zum Zeitpunkt des Unglücks war die Sicht auf dem Flughafen sehr stark eingeschränkt gewesen, so sagen Augenzeugen. Ein Flughafensprecher hingegen hatte zunächst die Sichtverhältnisse als, laut Agenturen, nicht schlimmer als sonst bezeichnet. Fest steht, dass die Cessna vom Typ 525A die Starten der MD-87 gerammt hatte, weil sie offensichtlich auf dieselbe Startbahn geraten war, aus welchen Gründen auch immer. Möglicherweise hatte sich der Pilot der Cessna auf dem Weg zu seiner Startposition im dichten Nebel auch nur verfahren. Die genaue Rekonstruktion des Unglücks wird wohl noch einige Zeit in Anspruch nehmen, auch die Klärung der Schuldfrage. Denn ob das Unglück nur ein Fehler des Piloten war, das scheint inzwischen wieder offen. Ich habe drei Explosionen gehört, sagt dieser Augenzeuge. Dann war alles in einem riesigen Feuerball aufgegangen. Inzwischen nämlich wurde erste Kritik am offensichtlich nur eingeschränkt verfügbaren Radarsystem zur Flugzeugbodenkontrolle auf dem Flughafen Mailand-Linate geäußert.
Dem Vernehmen nach gibt es dort bereits seit einem Jahr kein funktionierendes Radar mehr, das die Position der sich am Boden befindlichen Flugzeuge ausreichend registrieren könnte. Entsprechend schwere Vorwürfe hatte ein Sprecher der Fluglotsengesellschaft LIGTA geäußert. Lediglich das Radar, das die Flugbewegungen kontrolliere, sei in Betrieb, so hieß es. Besonders auf dem Flughafen von Mailand-Linate gebe es sehr häufig Tage mit starkem Nebel. Doch bislang habe sich niemand ernsthaft um eine Modernisierung der Radaranlage gekümmert, so die Vorwürfe. Zu den Erkenntnissen über die Sicherheitssysteme auf dem Flughafen Linate nun aus Mailand Peter Dahlheimer. Seit geraumer Zeit ist der Flughafen Mailand-Linate im Visier der Flugsicherheitsbehörden. Vor 2 Jahren wurde er kontrolliert und es wurde festgestellt, dass die Bodenkontrollradaranlage nicht in Ordnung ist, nicht dem Stand der Technik entspricht. Ein Austausch